bin Lisa Müller und ich habe ein Buch geschrieben über mein Leben als minderjährige Prostituierte in Deutschland. Mittlerweile bin ich 20 Jahre alt und habe ein ganz normales Leben. Ich habe das Buch geschrieben, um mein Leben zu verarbeiten, um selber damit klarzukommen, um alles einfach nochmal aufzuarbeiten. Das Buch war wie ein Psychologe für mich, wahrscheinlich sogar besser. Weil ich viel zu jung war für diesen Beruf. Bei meinem ersten Freier war ich 14 Jahre alt. Ja, ich habe den Beruf freiwillig ausgewählt. Ja. Doch, ich denke, von mir selber wahrscheinlich am meisten. Wie soll ich das sagen? Ich wollte manchmal, glaube ich, selber nicht wahrhaben, dass das ich bin. Es ist einfach leichter zu sagen, dass man gezwungen worden ist oder sowas. Und ich denke, das sagen auch viele, weil sie einfach nicht so stehen wollen, dass sie selber das wollen und das freiwillig tun. Das glaube ich einfach und das war bei mir genauso. Von außen betrachtet hatte ich sicherlich eine recht normale Kindheit. Ich war viel im Zoo, ich war im Schwimmbad, aber für mich selber war es sehr belastend. Ich habe immer einen Kampf gehabt. Mein kleiner Bruder war immer so ein bisschen der kleine Prinz. Also ich habe nicht so drunter gelitten wie meine Schwester zum Beispiel, aber trotzdem war es bei mir so, dass ich eher immer die Verantwortung übernehmen musste. Und das ist ein junger Alter schon, dass ich einfach nie wirklich Kind war. Das war mein Problem, glaube ich, einfach. Ich habe immer Sorge gehabt, schon als kleines Kind. Und auch immer die Liebe meiner Mutter, das war irgendwie, ich habe immer kämpfen müssen, drum buhlen müssen, immer irgendwie alles recht machen wollen. Und ich glaube nicht, dass das Sinn ist von ihrer Kindheit. Von der Prostitution wussten meine Eltern überhaupt gar nichts. Mein Vater hat dann irgendwann von irgendjemandem mitbekommen, dass es anscheinend so sein soll. Er hat mich darauf angesprochen, ich habe es verneint. Mittlerweile ja. Ich habe meiner Schwester davon erzählt und sie hat es sie wollte es ihr nicht erzählen, aber sie hat mitbekommen, als wir telefoniert haben und dann hat sie erst mal 2 Wochen nichts mit mir gesprochen und dann haben wir uns getroffen, uns ausgesprochen und mittlerweile. Wir sprechen nicht drüber, aber sie weiß es. Ja gut, also über meine private sexuelle Kontakte war das am Anfang einfach so, dass ich sage, das war wie so ein Wettrennen. Okay, jetzt habe ich die und die Zahl und du und die, also finde ich, bin ich toller wie du. So war das ungefähr. Also das und dann habe ich mir dafür bezahlen lassen, klar. Und wenn Männer Geld zahlen, dann müssen sie einen ja toll finden. Also so war das in meinem Kopf einfach. Warum sollen die sonst zahlen? Das war einfach, ja, Selbstbeschädigung. Das habe ich einfach braucht. Doch, natürlich. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Also, die Zeit über zumindest. Es gab Nette, es gab Eklige, es gab alles, aber mit der Zeit lernt man das einfach. Also das. Ich habe es als Job gesehen, ganz einfach. Natürlich nur, eigentlich nur. Also bei bezahltem Sex habe ich nur ans Geld gedacht. Das klar und ein bisschen die Anerkennung klar, aber also das Geld war einfach das Wichtigste überhaupt. Ich war noch nicht mal 18. Es war kurz bevor ich 18 wurde. Ich war komplett am Ende. Ich habe Heulkrämpfe gehabt, ich habe Depressionen gekriegt, ich habe mir einfach nicht mehr vorstellen können, wie ich das machen soll. Das ging nicht. Dass ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass ich es nie wieder mache. Sobald ich Geld brauche, ist immer der Gedanke da, ich könnte doch mal wieder. Und ich glaube, den kriege ich nie wieder weg. Ich denke darüber nach, wie lange das jetzt schon her ist. Und denke, würde ich mir das jetzt alles kaputt machen und wieder da drin stecken? Nee.
Auf jeden Fall, klar. Der wäre sofort weg, wenn ich das machen würde. Sofort. Und das will ich nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt niemanden, der es nicht lesen sollte. Weil es einfach, ich glaube, viele betrifft. Ich will einfach, dass man nicht die Augen verschließt vor der Wahrheit. Es wird mehr geben von mir. Ich will einfach glücklich sein. Das. Vielleicht heirate ich ja irgendwann und kriege Kinder, ich weiß es nicht.